Aktienlust-Börsenshow Nachlese wird Ihnen präsentiert von Smart Broker. Hallo und herzlich willkommen zum Zoom Talk, genauer gesagt zur Börsenshow Nachlese am Freitagnachmittag bei Aktienlust TV. Das heißt, Mick und Jürgen beantworten heute eure Fragen, die gestern in unserem Live-Chat in unserer Börsenshow gestellt wurden. Ja, und unser Jens, der lässt sich heute entschuldigen. Er ist nämlich gerade auf einer längeren Autofahrt unterwegs in seine Heimat. Dafür ist er dann nächste Woche wieder mit dabei. Ja, gestern sehr interessanter Spezialgast in unserer Börsenshow gewesen, nämlich der Christian W. Röhl von Echtgeld TV. Er ist ja auch Bestsellerautor von einem der bekanntesten Bücher Cool bleiben und Dividenden kassieren. Was waren denn eure Highlights aus dem gestrigen Interview, Mick? Na ja, gut, ich meine, ich kenne ja Christian auch schon weit über 20 Jahre. Er war auch immer jemand, der jede Veranstaltung besucht hat, jeden Börsentag, jede Messe in West. Damals noch die internationale Anlegermesse, die IAM, erhält Vorträge. Und man merkt natürlich so jemand so nach 20, 25 Jahren Börse oder 30, wo er schon mit dabei ist, irgendwann werden diese Menschen, ähnlich wie Jürgen und ich, halt eben auch ruhiger. Der lässt sich nicht mehr aufregen und deswegen halt eben auch passend der Titel zu seinem Buch: Cool bleiben, Dividenden, Aktien nehmen, Dividenden kassieren, lasst euch da nicht aufregen, ja. Und das fand ich natürlich schon mal wieder sehr wichtig für unsere Community, wo ja momentan die Volatilität an den Märkten schon ein bisschen unruhig ist, aber da mal so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, wie Christian das sagt. Wenn du ein paar schöne Portfolios hast, breit gestreut, dann machst du nichts verkehrt, die lässt du laufen, dann kennst du auch von solchen Phasen wie aktuell dich nicht aufregen lassen. Und was er nicht tut, was Jürgen und ich auch nicht tun, weil wir es auch nicht wollen, ist jetzt zu sagen, ja, wir orakeln mal, wo könnte denn Ende des Jahres der DAX stehen oder wie wird das wirklich sein mit den Zinsen, ja, in den Vereinigten Staaten. Auch wir können immer nur Momentaufnahmen machen. Wie es dann de facto kommt, das weiß kein Mensch letztlich so genau. Aber aus der Ruhe bringen lassen, tun wir uns da ganz und gar nicht. Und das fand ich bei Christian doch sehr, sehr angenehm gestern. Kann ich mich nur anschließen. Ich meine, wir machen ja auch nur Überlegungen und wir haben natürlich unsere Meinung, wie das alles werden kann und wird und dass jetzt die Inflation jetzt nicht ewig so. Wir haben natürlich Tendenzen, das ist auch ganz klar, man sieht es ja auch im eigenen Umfeld, ja, dass natürlich dann Firmen hergehen und sagen, oh, momentan ist gute Phase, um mal die Preise anzuheben. Ja, das hat teilweise auch nicht mal was mit der Notwendigkeit zu tun, sondern, was weiß ich, da macht Coca-Cola halt die Kiste einen Euro teurer, passt ja gerade. Und das sind dann so Effekte, ob das sein muss oder nicht. Aber das beruhigt sich dann auch wieder und wir werden auch wieder degressive Effekte haben und dann deswegen und dann immer, allein wenn ich aktuell die Börse gucke, ja, an dem einen Tag, da sind wir schon wieder fast in der neuen Trendwelle, da geht es auch wieder aufwärts, dann am nächsten Tag ist wieder Land unter. Aber so, es gibt ja auch Branchen, das tangiert die überhaupt gar nicht. Ich meine, wir, natürlich beschäftigen wir uns gern mit den Branchen, die am spannendsten sind, wo eben die Chancen sind. Und Christian hat das ja gestern erzählt, wir haben ja de facto einen Crash bei Tech-Aktien aus der zweiten, dritten Reihe, ja, also die wirklich 70, 80, 90% verloren haben. Natürlich lauern da jetzt schon wieder die spannendsten Chancen. Deswegen gehen wir ja darauf hin. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir beide immer wieder predigen, ganz großer Schwerpunkt Value-Dividenden-Aktien, ja. Aber ich meine, was soll ich da Woche für Woche über die Allianz was erzählen, ja, oder die Münchner? Ich meine, da ist man drin und wenn es mal irgendwie 10% Rabatt gibt, dann kauft man vielleicht doch mal was nach, ja. Aber zur Sendung gestern, was mir da persönlich am allerbesten gefallen hat, das war der Versuch von Mick, Smoke on the Water mit Rauch zu begleiten. Und er hat sich an seiner E-Zigarette da abgeturnt. Das hat ja keiner gesehen, außer den vor Ort. Er hat da gezogen und gemacht und hat versucht, da irgendwas vor die Kameralinse zu bringen. Was da aber nicht geglückt ist, also das war ein Bild für die Götter. Das hat mir am meisten Spaß gestern gemacht. Ich bin da noch nicht so ganz fit mit den E-Zigaretten und die sind halt immer anders zu behandeln als die normalen. Also es war ein Versuch, ich werde weiter üben. Ja, das hätte ich ja gerne gesehen. Das glaube ich dir. Ja, bevor wir gleich zu den Fragen kommen, blicken wir noch kurz auf die Märkte, Mick. Gestern sahen wir die Inflationsdaten aus den USA. Die sind noch deutlicher angestiegen als erwartet, 7,5%. Ja, wie reagieren die Börsen drauf?
Ja, wir haben es ja gestern dann auch gesehen. Meine, dann hast du natürlich bei so einer Zahl wie 7,5% Inflation in den Vereinigten Staaten, die wir das letzte Mal vor 40 Jahren hatten. Da werden die Anleger natürlich schnell nervös, weil sie ja wissen, in diesem Jahr sollen ja Zinsschritte kommen in den Vereinigten Staaten. Aber dann wird natürlich dann georakelt. Ja, wie schnell kommt der Zins? Wie hoch kommt der Zins? Wenn wir im März schon Zinsschritte von 0,5% haben, dann hörst du noch den einen oder anderen Sprecher der Federal Reserve wie Bullard, der sagt, ja, bis Juli haben wir auf jeden Fall Leitzins von 1% in den Vereinigten Staaten. Das macht die Anleger dann natürlich etwas unruhig. Was ich allerdings, und wie Christian es gestern auch gesagt hat, ja, worüber willst du dich denn aufregen? Der Zins wird so oder so kommen, ob nun langsam oder schnell. Ja, de facto werden die Amerikaner ihre Zinsen anheben. Sie müssen auch mal ein Zeichen setzen, vielleicht auch so nach dem Motto, jetzt reagieren wir mal, wir handeln, ganz im Gegenteil zur EZB und Christine Lagarde, die gar nichts tut, die einfach sagt, ach, wir warten mal ab. Nein, die Amerikaner handeln, dann haben sie auch einen Zins. Und das, was Jürgen und ich auch schon seit Wochen sagen, dann hast du auch mal einen Zins. Und wenn es dann wieder schlechter läuft, kannst du den auch senken. Wenn du aktuell 0 bis 0,25% in den Vereinigten Staaten hast, da kannst du nichts mehr senken. Da kannst du auch nichts mehr zurücknehmen. Ja? Ich muss ja zuerst mal was aufbauen, damit ich dann sagen kann, in gewissen Situationen, okay, dann nehme ich es auch wieder zurück. Ja, und ich meine, das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren haben. Bis 2024 wird es in Amerika, wenn es denn wirklich nach Plan läuft, einen Zins geben zwischen 2,5-3%. Und dann ist aus die Maus, dann ist es halt de facto so. Ja, meine, schwieriger ist die Situation in der Eurozone. Christine Lagarde erwartet ja immer noch eine freiwillige Abschwächung dieser Inflation. Ja, wie das so passieren soll, weiß kein Mensch. Aber sie weigert sich de facto, auch nur das Wort Zinsen in den Mund zu nehmen oder an eine Zinsschraube zu drehen, auch nur zu denken. Ja, also da wird es natürlich ein bisschen eng und schwierig. Und wenn ich da noch ergänzen darf, Nick, ich meine, es wird ja immer so, Zinserhöhung, das ist gleichbedeutend, da kommt ein Bärenmarkt, ja. Über 60% aller Bärenmärkte der Vergangenheit sind nicht zu Beginn eines Zinserhöhungszyklus, sondern zu Beginn eines Zinssenkungszyklus losgegangen. Ja, ist ja eigentlich auch logisch, wenn Notenbanken die Zinsen senken müssen, dann läuft es nicht mit der Konjunktur. Ja? Und das ist ja auch ein schlechtes Zeichen für Umsatz und Gewinn der Unternehmen. Momentan geht es den Unternehmen ja angesichts, also denen geht es ja verhältnismäßig noch gut, ja, und wenn die Pandemien, die Lieferkettenprobleme nicht wären, dann ging es denen blendend, ja, und von daher hat die Notenbank natürlich jetzt auch mal irgendwo die Pflicht, diesen Krisenmodus auf 0% Zins, das ist ja nichts anderes als ein Krisenmodus, irgendwie wieder zu verlassen und in Richtung Normalität zu streben, und auch da Kirche im Dorf lassen, die Inflation, die ist ja zum Teil auch gewünscht, um die Schuldenlasten irgendwie in den Griff zu kriegen. Und am Ende des Tages ist der Spielraum trotzdem begrenzt. Ja, also wir werden 5% Leitzinsen oder normale Zinsen so schnell sicher nicht haben. Nein. Ja, Jürgen, auch die Tech-Aktien waren dann wieder nach der gestrigen Meldung unter Druck. Und man sah auch im gestrigen Chat, dass die Leute sich damit beschäftigt haben. Es kamen zum Beispiel Fragen auf, wie vom Stefan. Und zwar nicht nur ich, viele andere haben bestimmt die US-Tech-Aktien im Depot. Wie geht's jetzt hier weiter? Ist Meta nun ein Kauf? Was ist mit dem geplanten Aktiensplit von Alphabet, auch bei Amazon? Oder der Achim Berger, der fragt, Amazon halten oder geht das Wachstum nach Corona jetzt zurück? Das KGV ist immer noch hoch. Oder auch der Ralf Obschinski und PayPal, ist das nun ein Kauf? Hören wir heute noch was dazu? Ja, Jürgen. Was sagst du zu der aktuellen Gemengelage? Ist ja auch dein Lieblingswort, sagten die Leute gestern im Chat. Das mögen sie anscheinend gern, wenn du das sagst. Die Gemengelage. Ja, wie geht es weiter im Tech-Bereich? Also ich bin da ja super, super entspannt. Und ich glaube, das Entscheidende ist ja der Anlagehorizont, den man da jetzt setzt. Ja? Natürlich wissen weder Mick noch ich noch sonst wer, auch kein Frank Thelen oder wie auch immer, was mit Meta in den nächsten 3-4 Wochen passiert. Ja. Geht es nochmal weiter zurück? Testen Sie die $220? Da ist ja eine Unterstützung. Geht es vielleicht auch auf $200 nochmal runter? Oder bei PayPal ist das Gleiche. Ja, also das weiß niemand. Ja, aber wenn ich nach vorne schaue, dann weiß ich, dass diese Unternehmen, von denen wir hier reden oder die jetzt hier angesprochen wurden, dass die marktführende Unternehmen sind und dass die wieder
glänzende Zeiten erleben werden. Das ist keine Frage, ob, sondern nur wann. Und von daher, wenn es solche Aktien mit gewaltigen Rabatten gibt, dann ist das immer eine super, super Chance. Ja? Und ich meine, schauen wir nach Meta. Ich habe da gerade auch eine Analyse zu gemacht, Metaverse. Ja? Was sich da tut in den nächsten Jahrzehnten, ja, das ist einfach gewaltig. Und das ist die Fantasie, die auf das Unternehmen jetzt noch draufkommt. Ja? Und das Brot- und Buttergeschäft mit der Werbung, das läuft ja weiterhin. Und das ist ja noch nicht ansatzweise richtig ausgereizt. Ja, unsere Werbeagenturen, die kommen ja immer, ihr müsst mehr Werbung auf Facebook machen, Instagram, das ist ganz wichtig. Instagram, das boomt völlig, ja, aktuell. Ja, da nehmen die doch kaum Geld ein momentan. Da ist ja noch so viel möglich. Dann will Zuckerberg WhatsApp ja zu einer, also omnipotenten App erweitern, die es noch nie gegeben hat. Also da sind noch so viele Möglichkeiten. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das Gleiche gilt auch für Amazon. Ich meine, Amazon hätte ja viel, viel mehr noch Umsatz gemacht jetzt im Weihnachtsquartal, wenn es Xboxen und Playstations gegeben hätte. Ja. Oder Mattel-Autos oder egal was. Da war ja auch Angebotsknappheit, dass sie dann trotzdem noch den Umsatz hochgedonnert haben um fast 10% auf dem Niveau à la Bonheur. Und Geld verdienen tun die wie die Hulle im Cloud-Geschäft, ja. 40% mehr Umsatz, ja, Gewinn deutlich höher, 5,3 Milliarden Dollar Gewinn allein dort, ja. Jetzt erhöhen die mal die Prime-Preise in den USA, mal ganz kommod um über 10%. Ja, aber es wird doch keiner jetzt Prime nicht mehr nehmen, weil der Preis jetzt von 119 Dollar im Jahr auf 139 hochgeht oder im Monat von 12,99 Dollar auf 14,99. Ich meine, was das Angebot, das ist ja wirklich der kostenlose Lieferservice, ja. Amazon Musik, Amazon Video, ja, das kommt ja alles dazu. Prime Video, das ist ja einer der größten Konkurrenten für Netflix, ja. Und die haben ja immer neue Serien. Ja, ich gucke gerade Reacher. Also das ist alle für die so ein bisschen auch mal so Rächerfilme lieben. Ja, spannend gemacht, gut gemacht. Und die werden ihr Geschäft machen. Die machen Fußball, Champions League. Ja, und das ist nur der Anfang. In England machen die viel mehr. Und es ist nur eine Frage der Zeit für mich, wenn es auch die Bundesliga dann auf Amazon gibt. Ja, und was machen die dann? Ja, natürlich gucken die Leute, Bundesliga sind auf Amazon, ach, vielleicht kaufe ich mir da auch nochmal ein Buch oder ich mache das jenes. Also das ist immer noch auch noch lange, lange nicht ausgereizt. Also die Aktien, auch die wir gestern in der Sendung genommen haben, ja, die fünf, ja, da war ja auch noch Walt Disney dabei und da war ja auch noch Netflix dabei, die machen Phasen durch, ja, und in 10 Jahren haben die noch ganz anderes Geschäft zusätzlich, was sie heute noch gar nicht haben. Das war ja nicht anders bei Apple, ja, oder bei eben Facebook, wie die angefangen haben, wie die heute dastehen. Das sind Prozesse und die Unternehmen, die generieren Milliarden Gewinne, die investieren in die Zukunft. Und alle, die richtig stark sind im Cashflow und investieren, das ist eine Frage der Zeit, bis dann auch die Kurse wieder nachziehen. Also von daher, dort sehen wir aktuell die besten Chancen. Der Michael Lützel schrieb gestern, die geburtenstarken Jahrgänge kommen so langsam ins Alter. Könntet ihr eine Firma oder Lieferanten empfehlen, die mit Brillen zu tun haben? Ja, da passt doch ein Unternehmen ganz gut dazu, das heute Morgen auch Zahlen veröffentlicht hat, unter anderem auch für die Instrumente für Augenuntersuchungen zuständig ist bzw. herstellt, nämlich Carl Zeiss Meditec. Allerdings Aktie heute Morgen unter Druck, über 6% geht es hier nach unten. Mick, was sind die Gründe und wie siehst du hier die weiteren Aussichten fürs Unternehmen? Ja, Carl Zeiss Meditec, einer der deutschen Traditionsunternehmen, die machen ja keine direkten Brillen, sondern sind natürlich in der Augenheilkunde unterwegs. Alles, was mit Neuro, Augen und aber auch HNO, das heißt Nase, zu tun hat. Da haben die natürlich alles, Ohrenchirurgie, alles an Systemen bereit, Lasersysteme. Die liefern an Ärzte, an Praxisgeschäfte, an Kliniken, an Optikern aus. Aber die Zahlen, da war der Markt und die Aktionäre nicht glücklich mit. Auftragseingang zwar 24% nach oben gegangen, auf 498 Millionen, der Umsatz plus 11,2%.
2%. Da hatten die Analysten wesentlich mehr erwartet. Hier kamen letztlich nur 410 Millionen Euro raus. Aber Carl Zeiss hat auch gesagt, wir sind ein bisschen gedrückt und gedrängelt durch Corona, durch die Pandemie. Und bei uns schlägt sich auch das Thema Lieferkettenproblematik ordentlich durch. Also von daher sind die Zahlen schwächer. Der Markt war sehr enttäuscht. Umsatz- und Gewinnmargen, Markterwartungen deutlich verfehlt. Und ja, seit Anfang Januar, wo die Aktie bei 186 stand, hat sie jetzt schon 30% abgegeben auf heute 129,66. Du sagst es richtig, knapp 6% verliert sie da heute. Ja, meine, der eine oder andere kann natürlich sagen, okay, ist jetzt günstig, gehe ich rein. Meine, in Zukunft nach der Pandemie wird das Thema Augen, Ohren natürlich ganz klar auch wieder im Fokus der Menschen stehen. Aber da muss ich natürlich momentan abwarten. Bloß ich bekomme die Aktie halt eben aktuell 30% mindestens günstiger. Ja, und es ist ein altes Traditionsunternehmen. Also von daher mache ich mir bei denen eigentlich keine Sorgen. Ja, wenn ich jetzt wirklich auf die klassischen Brillenhersteller schaue, Fielmann, Apollo teilen sich ja in Deutschland den Markt. Über Fielmann haben wir beim letzten Mal gesprochen. Die Aktie sieht auch nicht glücklich aus, ja, obwohl die am Endverbraucher, am Kunden arbeiten. Von 71,60 auf 55 Euro aktuell. Kommt nicht richtig in Gang. Dann hast du in Amerika The Cooper Companies, die beliefern den amerikanischen Markt mit Brillen. Die sind auch leicht zurückgekommen. Dann hast du noch Essilor Luxottica. Die hat es nicht ganz so doll erwischt. Und du hast letztlich doch Mr. Spex. Aber Mr. Spex kam auch von 25 Euro auf jetzt nur noch knapp unter 10 bei 9,97 Euro. Also du siehst im Prinzip alle, die mit Brillen momentan zu tun haben, denen geht es nicht wesentlich besser als diejenigen, die tatsächlich die Ärzte und die Kliniken beliefern, nämlich Carl Zeiss. Aber ich persönlich bin ein großer Freund von Carl Zeiss. Tolles Unternehmen, die haben eine tolle Infrastruktur, die beliefern, wie gesagt, die Ärzte und die Kliniken, systematische Technik dahinter weltweit. Also wie gesagt, da könnte man jetzt tatsächlich einen Fuß in die Tür stellen, bin ich der Meinung. Ja. Der Madi Veres Müller schreibt, es wäre gut, etwas über iRobot von uns zu erfahren. Die Quartalszahlen waren ja gut, die Aktie ist aber stark gefallen. Jürgen, was sagst du zu iRobot? Ja, gut ist ja immer relativ. Ja. Es gibt ja immer Erwartungen und die hat iRobot so knapp erreicht. Ja. Aber im Ausblick halt hat man nicht so wirklich überzeugen können. Aber ich halte das ja auch in der aktuellen Lage für extrem schwierig, da wirklich konkrete Prognosen zu geben. Das sind Unternehmen manchmal auch gut beraten, wirklich die Bälle flach zu halten und lieber irgendwie wieder positiv zu überraschen. Und natürlich sehe ich bei iRobot aktuell mehr Chancen als Risiken auf dem Niveau. Ja. Mein iRobot hat einen Börsenwert von 1,46 Milliarden Euro noch. Das ist alles andere als teuer für ein Unternehmen, was immerhin in der Haushaltsrobotik zu den Marktführern zählt. Ja. Und ich meine, wir kennen die letzte Pressekonferenz von Elon Musk. Der will ja auch in dem Robotermarkt richtig Gas geben. Und ich meine, da hat ja iRobot schon einiges am Markt und die haben eine gute Kundenstruktur, sind ja auch praktisch schuldenfrei, wenn man mal alles zusammenrechnet. Und wie gesagt, Umsatz 1,57 Milliarden Dollar insgesamt für 2021, also mehr Umsatz als Börsenwert, das ist schon relativ oder ungefähr gleich, das geht in Ordnung. Natürlich Gewinn. Bewertung KGV jetzt für die Schätzungen dieses Jahr 34, geht dann runter nach Analystenschätzung für nächstes Jahr auf 13. Also da erwartet man dann eine gewaltige Trendwende in 2023. Da hoffen wir ja auch alle darauf, dass die Pandemie rum ist, dass wir wieder shoppen gehen und dass wir wieder die Roboter aus dem Metro mit nach Hause nehmen oder Gott weiß was machen. Und also von daher glaube ich, dass man auf dem Niveau durchaus da auch wieder mal eine Position wagen kann. Und dann ja nicht zu vergessen, wenn die ganzen Meme-Trader wieder loslegen. Ja? Die hatten ja iRobot schon mal auf dem Schirm und haben die to the moon geschickt. Das hat ja schon mal funktioniert und da kann man ja auch drauf spekulieren, dass sie das wieder tun. Ja. Der Oliver P. fragt, kann man den kleinen Rücksetzer bei Linde nutzen, um jetzt einzusteigen? Die Zahlen waren ja hervorragend. Mick.
Da hat sich die Frage ja schon selber beantwortet, muss man sagen. Bei Linde musst du jeden Rücksetzer beobachten, wenn ich da rein will, um mich da einzukaufen. Linde ist eigentlich ein absolutes Basisinvestment. Das ist so und das bleibt auch so. Ich kriege von Jürgen beide Daumen hoch. Wir lieben und wir schätzen diese Aktie, muss man ganz klar sagen. Und die Zahlen, die sie diese Woche gebracht haben, haben uns sicherlich nochmal bestätigt. Nach den Zahlen am Donnerstag ist die Aktie ja direkt mal 2,5% nach oben gegangen. Wachstum bei Linde ist top intakt. Sie haben eine hohe Nachfrage aus dem Gesundheitsbereich und Elektronikbereich, aus der Elektronikindustrie, also Nachfrage noch und nöcher. Umsatz ist raufgegangen um 13% auf 30,8 Milliarden US-Dollar. Gewinn 3,8 Milliarden Dollar. Zum Vergleich im Vorjahr waren es 2,5 Milliarden Dollar. Also da hat man nochmal ordentlich draufgelegt. Und vor allen Dingen die Fantasie, die Jürgen und ich fahren im Bereich des Wasserstoffs, ja, die hat ja fast überhaupt noch keine auf der Uhr so richtig, die wird ja nie angesprochen. Meine Linde ist der größte Industriegase-Spezialist eigentlich weltweit, musst du sagen. Aber beim Thema Wasserstoff, ja, da kriegen die meisten gar nichts mit. Also das ist ja unser Pfund, wo wir sagen, da wird Linde irgendwann nochmal richtig, richtig Gas geben können. Also tolles Papier, Rücksetzer auf jeden Fall nutzen. Ja, vor allen Dingen dann, wenn wir jetzt den Atomstrom aus Frankreich weiter beziehen wollen. Ja. Die haben ja heute gemeldet, 16 neue Atomkraftwerke planen die ja, und bei uns will der Habeck den Rotmilan von der gefährdeten Liste nehmen, damit wieder mehr Windräder gebaut werden können. Die Bankaktien, die waren gestern auch ein Thema im Chat. So schrieb zum Beispiel der Christoph Meyer, 100% Chance bei den Bankaktien, die einzige Anlageklasse, die daraus profitieren wird, sofern denn die Zinsen steigen. Und der Peter Schröder fragt, werden die Zinserhöhungen gut für die Bankaktien sein? Und auch unser Stefan Kreuder, Deutsche Bank, ist das jetzt etwa wieder ein Kauf? Ja, Jürgen, wir haben uns ja letztens schon mal persönlich unterhalten. Ich persönlich finde, die Aktie ist jetzt durchaus zumindest ein Trade wert und profitiert von den eventuell steigenden Zinsen. Ja, oder ist es auch schon bald wieder eingepreist? Wie weit könnte die Aktie noch laufen? Was meinst du? Also Deutsche Bank, also generell Deutsche Banken, ja, die tun sich extrem schwer. Die haben sich mehr oder weniger aus dem großen Investmentbanking verabschiedet. Das hat man das Feld den Amerikanern überlassen. Ich meine, die Deutsche Bank, wir wissen es noch alle, die waren bei allen Dingen dabei, wo man besser nicht dabei gewesen wäre. Egal, wo irgendwo eine Leiche war, die Deutsche Bank war dabei. Also ich weiß nicht, was da noch alles sich tummelt und was sie auch noch an Belastung mit sich rumschleppen. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Ja, das letzte Quartal war gut, das muss man sagen. Da haben sie endlich wieder mal einen fetten Milliardengewinn gemeldet. Steigende Zinsen sind für die deutschen Banken gut, ja, weil die ja weniger Investmentbanken verdienen als eben in dem klassischen Bankgeschäft. Börsenwert mittlerweile 29 Milliarden Euro, KGV 9 auf die Schätzung. Und wenn wir uns natürlich die Aktie anschauen, ja, die ist ja zurückgekommen jetzt von 2018, da waren wir nochmal bei 18 Euro im Tief auf 6 Euro, ne, 2019, 2020, jetzt sind wir hoch wieder auf 14. Also das ist schon eine ordentliche Entwicklung in den letzten Tagen und ich bleibe bei dir, Entzock kann man da durchaus wagen, gerade eben vor dem aktuellen Zinshintergrund. Und der Konzernchef Christian Sewing ist da ja auch positiv, hat ja im Ausblick auch gesagt, die ersten Wochen sind bereits sehr, sehr gut gelaufen und er macht ja auch Druck auf die EZB, ja, endlich zu handeln, natürlich auch aus Eigeninteresse, ja. Er sagt ja, es ist nicht mehr nötig, dass wir hier diese lockere Geldpolitik haben. Man muss auf die Inflation reagieren, ja, und Appell an die EZB zu handeln. Und das käme der Deutschen Bank ja dann auch zu Pass. Also ich sage mal so, auf Jahressicht halte ich da was für möglich. Als Langfristinvestment kommt mir die Aktie nach wie vor nicht in Frage. Der Ralle Capital fragt, würdet ihr Siemens aktuell noch kaufen nach dem Kurseinstieg heute, also gestern? Gestern hatte der Jürgen ja schon in seinem Video darüber berichtet. Mick, was ist deine Meinung nach den frischen Zahlen? Naja gut, meine Siemens selber, man hat ja einen robusten Jahresauftakt gehabt, muss man sagen. Auftragseingänge, Umsatzergebnis lag ja über den Analystenschätzungen. Vor allen Dingen das Neugeschäft war ja äußerst positiv mit plus 52%.
Und da ist natürlich vor allen Dingen bei Siemens in dieser Zugsparte ja alles, was mit Zügen zu tun hat, da sind die ja top drin. Ich meine, bedauerlicherweise verkaufen sie das einmal an die Chinesen, die benutzen es dementsprechend auch, bloß wir. Wir fahren dann wieder mit dem Elektrolastenfahrrad durch die Gegend hier. Ja, aber okay, das ist nochmal eine andere Geschichte. Meine, nach der Konsolidierung der Aktie scheint es ja jetzt auch wieder zu laufen. Also ich muss sagen, dazu hat man ja dem Letzten noch die Nachricht lanciert, dass man das Post- und Paketgeschäft verkauft hat für 1,15 Milliarden. Also da kommt auch nochmal Geld dementsprechend rein. Ich finde die Siemens-Aktie gut. Joe Kaeser hat ja den Konzern tatsächlich aufgespalten, aber er hat ihn auch zukunftsfit gemacht. Und die Siemens-Mutter, hat man ja immer gedacht, na, die fällt dann hinten über die Wupper runter. Das ist überhaupt nicht der Fall, ja. Ich glaube, eher Schwierigkeiten hat momentan Siemens Energy, weil sie halt eben den Klotz Gamesa am Bein haben und da läuft es halt eben mal gar nicht, ja. Während der alte schöne Mutterkonzern, nämlich die Siemens an und für sich, tatsächlich hier noch die größten aller Chancen hat. Also auch Siemens, würde ich sagen, könnte durchaus als Basisinvestment bezeichnet werden. Ich bin da absolut positiv auf die Aktie. Aktuell liegt sie bei 142,92, naja, 156 im Hoch, bietet sogar eine kleine Dividende von 2,9%. Why not? Also Mick, ich muss mich da dir anschließen. Also ich muss meine Meinung zu Siemens auch revidieren. Ich habe immer gedacht, die Töchter sind allesamt interessanter. Aber das, was Siemens jetzt präsentiert hat, das ist schon, das war schon gut. Also auch in Blick auf die Zukunft, die sind schon in vielen Trendmärkten wirklich gut dabei und gut aufgestellt. Also ja, ist ein starkes Unternehmen, muss man sagen. Also kann man wieder ins Auge fassen. Die Elsa Gabriele fragt, wie geht's weiter mit BYD und Evotec? Herr Evotec ist ja letzte Woche zweistellig eingebrochen. Jürgen, was waren hier für die Gründe? Also fangen wir erst nochmal mit BYD kurz an. Also das ist natürlich, da muss man gucken, wo die herkommen, was die in den letzten zwei Jahren für eine Entwicklung gemacht haben. Ich glaube, Mick, im Zockerdepot hast du in dem einen Jahr 500% gemacht. Oh, die ging ja nur noch. Also das muss man ja irgendwann mal auch wieder mal konsolidieren. Ja, also ja. Dafür hält die sich sogar sehr, sehr stark. Ja. Und ich glaube auch nach wie vor zu Recht, weil die Bewertung, der Bewertungsabstand zu Tesla ist enorm, ja. Und im Grunde genommen bedient man auch die gesamte Wertschöpfungskette und hat natürlich strategische Vorteile. Ganz klar in China selbst, da wird natürlich BYD sicherlich stärker protegiert, ja, als der US-Konzern Tesla, ja, wobei auch die dort ja weiter Designfabriken bauen wollen, also oder irgendwas. Also ich meine, das ist, man wird sich da auch wieder auf amerikanischer, chinesischer Seite beruhigen. Ja, aber BYD hat einen auf die Mütze bekommen, weil eben ein aussichtsreicher Wirkstoffkandidat, nämlich Eliac Pixant, also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, den man zusammen mit Bayer entwickelt hat, ja, da wurde eben jetzt die Weiterentwicklung gestoppt. Ja, und das ist natürlich bitter, weil man hat da wirklich einen Spitzenumsatz von 1,6 Milliarden gerechnet, ne, und der fällt jetzt erstmal weg. Ja, und von daher muss man natürlich hoffen, dass vielleicht dann natürlich mit Nachbesserungen der Studie da wieder was geht, aber die Aktie hat halt erstmal eins auf die Mütze bekommen. Ne? Also, und das ist halt bei so einem Wirkstoffentwickler, der ja davon abhängt, dass es da auch so Erfolge gibt und dann vielleicht noch mal angeschlagenes Marktumfeld, immer schwierig. Ich halte aber die Aktie weiterhin für langfristig aussichtsreich, auch immer ein Übernahmekandidat. Wir haben jetzt einen Börsenwert von 5 Milliarden Euro, ist natürlich bei rund 500 Millionen Umsatz dieses Jahr. Es ist ja kein Schnäppchen, ja, auch KGV brauchen wir gar nicht reden. Es geht aber um die Pipeline, es geht um die Kooperation. Man arbeitet mit allen Großen der Branche eigentlich zusammen und hat da viele Aspiranten am Start. Und da kann sofort auch wieder mal eine Meldung kommen, wo die Aktie wieder hochgeht, ja. Aber das ist in dem Sektor halt so, damit muss man leben, dass es da auch mal runter geht. Und das ist ja dann auch eher so, was wir immer sagen, wenn es da mal runter geht bei so einem Unternehmen, das ist eher ein Kaufgrund und nicht dann nachrennen, wenn so eine Aktie gerade überall gespielt und gehypt wird. Ja. Weil da besteht immer die Gefahr, dass man dann auch mal wirklich kurzfristig so einen Einbruch gibt. Also lieber tolles Unternehmen, der Jens ist ja auch großer Fan von, und aber dann zugreifen, wenn es mal so Tage wie diese gibt.
Der Christian S. schrieb gestern zur ZIM Integrated Shipping Service. Mega Dividende, aber ist das Ganze auch nachhaltig? Ja, die Frage wurde vorher gestellt, als wir noch nicht wussten, dass die Aktie jetzt neu im Depot von Börse Online ist. Mick, du hast die Aktie dir mal näher angeschaut. Warum sollte man die im Depot haben? Na ja, gut, bei der Nachhaltigkeit zuerst mal darauf zu kommen, das weiß man natürlich nicht so genau, ja. Man darf eines nicht vergessen, die ZIM Integrated Shipping gehört ja mit in die Reihe von denjenigen wie Maersk, Hapag-Lloyd oder Ernst Rust. Also mittlerweile sogar zu den Top 10 der sogenannten Schifffahrtsreedereien, Containerschifffahrtsreedereien. Kommt aus Israel und wie gesagt, der Kurs aktuell bei 67 Euro, heute nochmal 2,3% zurück. Plus und Heimathafen in Haifa. Ja, die surfen tatsächlich auf der Frachtraten-Rallye, muss man sagen. Und da wird momentan richtig, richtig viel Geld verdient. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ZIM erst vor einem Jahr, nämlich im Januar 2021, ihren IPO, also ihren Börsengang gemacht haben. Die sind noch gar nicht so lange börsennotiert. Ja, also von daher kann man das mit der Dividende jetzt als nachhaltig nach einem Jahr auch noch nicht bestimmen. Der Kurs hat sich, okay, seitdem verdreifacht. Aber wie es ja auch gestern Jens Kastner von der Börse Online gesagt hat, er hat sie ja aufgenommen ins Depot, was ihn natürlich daran so massiv interessiert hat und was er total sexy findet, ist natürlich das KGV. Die haben ein KGV von 2,6. Also da kannst du eigentlich so gut wie nichts verkehrt machen. Im Vergleich, Hapag-Lloyd hat 1 von 5, Ernst Rust 1 von 8. Ja? Und der größte Teil des Börsenwertes, der ist sogar bei ZIM in Cash abgedeckt. Also das Kursrisiko ist bei denen wirklich begrenzt, musst du sagen. Und sie haben ja gesagt, eine Dividendenrendite etwa um die 15-20%. Das ist natürlich schon super, musst du sagen. Ja, also, und die hat natürlich auch so schnell keiner auf dem Zettel gehabt. Ja, also von daher, das Ding, auch wenn man sich den Kurs anschaut, das ist wie handgezeichnet nach einem Jahr. Da könnte man natürlich noch viel Spaß mit haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange wird es diese Engpässe im Containerbereich noch geben? Wie lange kannst du die Preise noch so hoch halten? Das wird sich natürlich auch nur auf 2-3 Jahre, bis der Knoten da mal gelöst ist und platzt und bis wieder alles normal läuft, wird sich das noch geben. Dann kann es natürlich auch sein, dass die Aktie tatsächlich mal konsolidiert. Aktuell, wie gesagt, surft sie da tatsächlich auf der Frachtratenwelle und das nicht so schlecht, muss man sagen. Mick, was ich ja an der Geschichte gestern ja so auch klasse fand mit der Aktie, wie sich Team Berdegger, Volker Schulz, Jens Kastner, das sind echte Strategen. Ja, also, ja. Der Volker Schulz, eine Woche, also eine Sendung vorher, hat er Ernst Rust, hat er Teilgewinne mitgenommen, ja. Und jetzt geht der Jens her und sagt, ich verkaufe komplett Ernst Rust, ja. Der Schulz hat sie noch im Depot, wechselt da in ein anderes Unternehmen. Der Volker macht seine Düngemittel, weil der Tim mit KNS da so einen Erfolg hat, ja. Das ist schon, da wird richtig Es ist nicht so, dass die einfach nur so kaufen. Die schauen genau, was macht der andere. So muss ein Börsenspiel sein. Ja, super viel Spaß dieses Mal. Die machen das richtig mit Sinn, Verstand und Strategie. Ich finde das immer top, muss ich sagen. Absolut. Ja. Auf jeden Fall spannend. Ja. Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage nochmal von dem Stefan. Und zwar die Coca-Cola-Aktie, die steigt ja seit Mitte November, beziehungsweise eigentlich schon viel länger. Ist das jetzt ein Kauf als sogenannter Dividendenaristokrat? Ja, Coke und Pepsi haben ja auch gestern Zahlen vorgelegt. Die Coke, die ist nicht aufzuhalten. Jetzt noch einsteigen. Jürgen, teilen wir das Ganze mal auf. Du nimmst die Coke und Mick nimmt die Pepsi. Also ich war gerade der Tage bei meinem Getränkelieferant. Ja, und der wollte auch ein bisschen mal mit mir über die Marktlage sprechen und was er da machen kann und weil er letztendlich auch natürlich mitkriegt mit den Zinsen, Inflation, was ist da zu tun. Und da habe ich ihm auch ein bisschen, hey, investier doch das, was du machst. Wie sieht es denn bei dir aus gerade? Da hat er gesagt, ja, Coca-Cola, die haben jetzt wieder einen Preis um 1 Euro je Kiste irgendwie angehoben. Ja. Aber die Leute kaufen Cola, ja, und Fanta und Kram. Das können die einfach machen. Ja. Die sind einfach gut. Die verkaufen ja mittlerweile sogar mehr noch mit Wasser, ja, also als mit der Cola. Aber die haben ja auch mittlerweile ihre Diet Cokes und zuckerfrei. Also die sind schon super, super aufgestellt.
und ja auch per se, also nicht billig, aber auch nicht teuer. Ich meine, die haben KGV jetzt für dieses Jahr Schätzung 25 und Dividendenrendite 2,8% und die wird Jahr für Jahr einen Ticken angehoben. Und ich sage, das ist so, gegessen, getrunken wird immer, das ist ja immer unser Lieblingsspruch. Und da bin ich mit Coca-Cola gut aufgestellt. Und wer weiß, wenn man im Metaverse, weiß nicht, ob man da auch trinkt. Es ist, glaube ich, noch nicht raus. Ja. Bestimmt. Haben die da schon was gesichert oder so. Da wird man vielleicht auch für 0,007 Bitcoin mal seinem Gast eine Coke anbieten, ja, oder irgendwas. Ja. Keine Ahnung, aber wie gesagt, die sind eine Evergreen-Aktie. Die steht jedem Depot. Und Mick, trinkst du lieber Coke oder Pepsi? Also da muss ich wirklich sagen, und wirklich, ich bin bekennender Coke-Trinker. Pepsi ist überhaupt nicht meine Liga. Weiß ich auch nicht warum, aber es ist mir vielleicht zu süß, aber Coke ist meins. Und da habe ich mir auch drauf festgeschossen. Also Pepsi würde ich echt links liegen lassen. Da kannst du mich mitjagen. Ja, aber ich weiß, dass in Amerika zum Beispiel die Verhältnisse manchmal ein bisschen anders sind. Da sind die Amerikaner eher auf Pepsi unterwegs. Und die machen sicherlich auf der anderen Seite auch alles richtig. Ja, guck mal, die machen Limo, die machen Säfte, die machen Tee, die machen Kaffee, sie machen Wasser. Sie geben jetzt mittlerweile sogar Chips heraus, sie geben Kekse raus, sie geben Cerealien raus. Sie haben eine Kooperation mit Unilever, sie haben eine Kooperation mit Starbucks. Also die lassen sich natürlich von Coke auch nicht abhängen, muss man fairerweise dazu sagen, und hatten wirklich gute Zahlen jetzt. Umsatz plus 12,9% auf 79,5 Milliarden US-Dollar, verdient 7,6 Milliarden US-Dollar. Da ist also richtig Geschäft drin, muss man sagen. KGV ähnlich wie Coca-Cola von 23, Dividende liegt man bei Pepsi bei 2,7%, Coke bei 2,8. Also da haben wir nicht viele Unterschiede letztlich drin. Aber Pepsi hat dieses Jahr nochmal verkündet, die Dividende soll um 7% raufgehen auf 4,60 Dollar. Das macht sich natürlich schon ein bisschen charmant. Und man plant ein gewaltiges Aktienrückkaufprogramm, nämlich bis zu 10 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2026. Also da hat man sich einiges tatsächlich vorgenommen bei Pepsi. Aber ich bleibe dabei, ich werde weiterhin Coke trinken. Ja, ihr zwei, das war's dann schon wieder. Vielen Dank für die Einschätzung zu den ganzen Fragen. Ja, und nächste Woche ist dann ja wieder unser Jens mit dabei, da freue ich mich auch schon. Und dann die nächste Börsenshow ist ja dann am 24.02. dann mit dem Überraschungsgast. Ja. Ja, und das ist auch wirklich noch eine Überraschung. Das sind wir noch, also es ist noch nicht final, deswegen wollen wir das auch noch nicht bekannt geben. Aber wir sind da guter Dinge, dass wir da wieder absolut was Interessantes zustande kriegen. Und ich meine, grundsätzlich, die Show ist ja breit aufgestellt. Wir haben unsere Chinchillas für die Musikfans. Wir haben den Jens und dich im Chat und dann für nachher. Der Mick und ich, wir versuchen da irgendwie durchzuschwimmen und auch unsere Erkenntnisse zum Besten zu geben. Und dann natürlich das Börsenspiel. Ich finde das auch immer noch das Highlight. Und unsere Gäste mit den Themen, die sind immer bunt und das macht ja auch viel Spaß. Also auch in den nächsten Sendungen werden wir da wirklich Gas geben. Aber für nächste Woche, liebe Nicole, da gibt es ja noch was, da dürfen sich die Zuschauer drauf freuen. Ja, am Mittwoch ist nämlich die zweite Sendung von Hot or Not. Die Aktien, die stehen soweit schon fest, nur der Community Hotstock, der wird noch gesucht und da dürft ihr mir helfen. Und zwar gerne nochmal in die Kommentare schreiben, welche Aktie ihr da von uns analysiert haben wollt. Das solltet ihr tun und vielleicht auch noch euer nächsten Wunsch-Hit, ja, nach Smoke on the Water. Ja, ja. Was wollen wir von den Chinchillas in der nächsten Sendung spielen? Ja, und ja. Die sind ja sehr kreativ. Vor allen Dingen diese Arrangements, die sie da immer machen, finde ich ja fantastisch. Super. Die sind halt Profis, ja. Und das hört und sieht man, ja. Und die haben da richtig Spaß damit, ja. Der Mika auch, der ist auch im Element. Peter, du musst zum Spazieren raus. Der ja, wahrscheinlich. Raus, ja. Ja, also danke euch beiden. Ne, und beste Grüße an Jens im Auto, müssen wir sagen. Ne? Genau. Komm gut heim, schönes Wochenende, Jens. Bis bald, mein Guter. Und nächste Woche in aller Frische. Bis dann. Bis dann. Tschüss.